Flughafen Lissabon. Die wichtigste Aufgabe des ersten Tages in Lissabon war das Organisieren eines Kartons für den Rückflug nach Wien. Daher habe ich zuerst mein Glück am Flughafen in Lissabon versucht, aber leider ohne Erfolg. Nummer 2. Fußballstadion von Benfica Lissabon. Fußballstadion Estádio da Luz ist die Heimstätte von Benfica Lissabon und hat ein Fassungsvermögen von 65.000 Zuschauern. Benfica ist mit 38 Meisterschaften Rekordhalter des Landes und hat in den 1960er Jahren zweimal den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Destino, que eu não creia no destino E o meu fado é nem ter fado nenhum Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum Also Lissabon hat ein sehr gut ausgebautes Radnetz, muss man sagen. Es ist sehr angenehm da zu radeln. Wie man sieht, man muss nicht auf die Straße. Ab und zu natürlich schon. Aber es macht schon Spaß da zu radeln. Auch sehr viele Grünflächen. Es ist sehr, sehr nett hier. Und sagen. Ja, wie geht es jetzt weiter? Nachdem am Flughafen ich ja keinen Karton bekommen habe für mein Rad, bin ich zu einem Radgeschäft gefahren, ungefähr 2 Kilometer weg vom Flughafen. Und der Angestellte dort hat natürlich kein Wort Englisch können, aber der hat seinen Chef angerufen, der konnte Englisch und am Telefon haben wir dann besprochen, dass ich das Rad am Sonntag zu ihm bringe. Er verpackt es dann, bringt das dann am Montag mit dem Auto, mit mir gemeinsam zum Flughafen und das passt perfekt, bin happy. Jo. So, da haben wir jetzt irgendeine Statue, die schauen wir uns auch an. Nummer 3. Rotunde de Entre Campos. Dieser stark befahrene Kreisverkehr liegt im Stadtteil Entre Campos. Die Statue in der Mitte ist den Helden im Kampf gegen das Heer von Napoleon gewidmet. Dieser Krieg dauerte von 1807 bis 1814 und war einer der blutigsten der portugiesischen Geschichte. Ai que alegria esta tão grande tristeza Esperar que dia eu não espere mais dia Por aquele que nunca vem Nummer 4 Statue des Marquês de Pombal In der Mitte dieses Platzes ragt die Statue von Sebastião José de Cavalo e Melo, imposante 45 Meter in die Höhe. Er war seit 1769 Marquês de Pombal und somit erster Minister Portugals, womit er der bedeutendste portugiesische Staatsmann des 18. Jahrhunderts war. Nummer 5. Monumento dos Restauradores. Dieses Denkmal erinnert an die Wiederherstellung der Unabhängigkeit im Jahre 1640 nach 60-jähriger Herrschaft durch die Spanier. Auf dem Obelisk stehen alle Namen und Daten der ausgetragenen Schlachten während des portugiesischen Restaurationskrieges. Nummer 6. Rossio. Der Rossio zählt zu den drei wichtigsten innerstädtischen Plätzen in Lissabon. Der offizielle Name des Platzes lautet Braca de Di Pedro IV., benannt nach dem portugiesischen König, dessen Bronzestatue in der Mitte des Platzes steht. Der offizielle Name wird von der Bevölkerung allerdings kaum akzeptiert, daher nennen die Einheimischen den Platz einfach Rossio. Der Fußboden besteht aus wellenförmig verlegten grauen und weißen Pflastersteinen
und sorgt für eine optische Täuschung. Außerdem befinden sich auf dem großen Platz auch zwei französische Springbrunnen mit bronzenen Skulpturen. Ai, se eu pudesse não cantar, ai, se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento, talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Das Gebäude am nördlichen Ende des Platzes mit den sechs Säulen in der Mitte ist das Nationaltheater, das 1846 zu Ehren der Königin Maria II. Feierlich eröffnet wurde und auch nach ihr benannt ist. Nummer 7. Rua Augusta. Die Rua Augusta ist eine der zentralen Einkaufsstraßen Lissabons, die seit 1984 für den Autoverkehr gesperrt ist. Das Radfahren durch die Menschenmassen war hier kaum möglich. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada. Na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Nummer 8. Arco da Rua Augusta und Reiterstatue von D. José I. Der Arco da Rua Augusta ist ein Triumphbogen und steht am südlichen Ende der Einkaufsstraße Rua Augusta. Der Triumphbogen wurde 1875 fertiggestellt und zeigt im oberen Bereich die Göttin Gloria und darunter wichtige Persönlichkeiten wie zum Beispiel Vasco da Gama oder den Marquess de Pombal. Auf der Südseite des Triumphbogens steht die Reiterstatue von D. José I., dem damaligen König. Die Statue wurde 1775 eingeweiht und war das erste Reiterstandbild, das in Portugal hergestellt wurde und eines der ersten weltweit. Da der König sich weigerte, für die Statue zu posieren, hatte der Bildhauer große Mühe bei der Herstellung. Die Königin fand das Gesicht übrigens entsetzlich. Daher versuchte der Bildhauer, die Aufmerksamkeit des Beobachters auf den gefiederten Helm zu richten.